I'm a rocket man, yeah, yeah. Rocket man, burning out of fuse, I'm here alone. Seine Fans nennen ihn Rocket Man Kümmert. Seit 2013, damals ist er mit dem Originalsong von Elton John bei der Castingshow The Voice of Germany angetreten. Andreas Kümmert hat es vom Irish-Pub-Sänger auf die Bühne geschafft. Andreas Kümmert, moin auf Deck! Moin. Schon mal auf so einem Segelschiff gewesen? Tatsächlich noch nicht. Sehr schön. Ja, ne? Vor einigen Tagen sind Sie noch in Ihrer Heimat Gemünden in Unterfranken aufgedreht. Und seitdem waren es noch zwei Stationen, glaube ich. Und Sie haben immer vor mehreren hundert Menschen gespielt. Aber es geht durchaus ja noch größer. Es ist eine bewusste Entscheidung gegen die ganz große Bühne. Nein. Also es ist so, wenn man einmal einen Fauxpas geleistet hat, medial, dann wird häufig, ist es der Fall, dass die Medien zumachen und einen nicht mehr wirklich größer werden lassen. Und das ist bei mir tatsächlich so der Fall. Sie sprechen die Absage beim Eurovision Song Contest an 2015. Genau. Da wollten Sie nicht weiter antreten, haben es später erzählt, aus Gesundheitsgründen. Genau, ne? Ja. Wie versuchen Sie denn seitdem im Gleichgewicht zu bleiben? Also Gleichgewicht gibt es bei mir eigentlich nicht so wirklich. Das ist aktuell ist es so, dass ich entweder auf der Bühne stehe oder bei meinen Kindern bin. So. Mhm. Das ist so dieser Spagat, den ich versuche gerade so gut es geht hinzubekommen. Das ist ja auch schön, ein schöner Ausgleich dann bei der Familie. Sie werden von den Medien als bodenständig und geerdet beschrieben. Woran zeigt sich das? Das müssen Sie die Medien fragen. Naja, ich sag mal so, Sie sind zum Beispiel hier zu uns zum Ort gelaufen, ja, ja. Ne? Nicht mit der Limousine vorgefahren. Nee, also, und, ist ja auch Quatsch. Sie haben auch einen nahen Kontakt zu den Fans. Ist das, worauf Sie Wert legen, bodenständig zu sein? Also ich komme so von der Mentalität aus dem Punk. Und die haben sich so zur Aufgabe gemacht, dass es einfach keine Barriere zwischen Publikum und dem agierenden Künstler auf der Bühne gibt. Und das ist einfach, finde ich, ganz wichtig, weil man sonst so alienated ist. Einfach. Ja. Sie schreiben ja Ihre Lieder selber. Mhm. Woher nehmen Sie die Inspiration? Beispielsweise jetzt hier auch von den maritimen Tagen? Durchaus, ja. Vom schönen Wetter hier. Ja, und, es regnet gerade wieder dolle. Ja, woher nehme ich die Inspiration? Aus Alltagssituationen. Ne? Dinge zum Teil autobiografisch, zum Teil fiktiv. Ja, jetzt ist es ja so, ich sage das immer so schön plakativ, die maritimen Tage stehen für Schiffe und Shanties. Sie mit Ihrer Stimme können ja alles singen. Hätten Sie Lust oder würde Ihnen ganz spontan was einfallen? Mir würde spontan was einfallen. Ja? Und zwar, what should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor early in the morning? Zum Beispiel. Ja, Applaus. Das ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf heute Abend. Haben Sie noch mal Zeit, hier gleich drüber zu laufen oder geht's jetzt straight zur Bühne? Also wir haben noch ein bisschen Zeit, ja. Wir gucken jetzt mal, wie sich das mit dem Wetter noch verhält. Ja. Es wird jetzt auch schon ein bisschen kühler, ne? Aber vielleicht ist ja ein Fischbrötchen noch drin. Vielleicht, ja. Alles klar, ganz, ganz lieben Dank. Danke und auch. Viel Spaß heute Abend auf der Radio Bremen Bühne. Um 21 Uhr werden Sie dort auftreten. Genau. Vielen Dank auch. Ja, danke schön.